Hallihallo und herzlich willkommen bei Let's Play Final Fantasy VII. Im letzten Part habe ich am Ende noch gesagt, dass ich hoffe, dass ich heute eine bessere Stimme habe. Die hatte ich auch größtenteils, bis ich mich dazu entschieden hatte, eine zweistündige Gesangsaufnahme zu machen für Another Song. Dementsprechend ist sie wieder ein bisschen angeschlagen. Mal gucken, wie gut sie durchhält. Des Weiteren begrüße ich euch hier bei Bone Village und nicht bei Gongaga oder Gongaga, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, weil mir aufgefallen ist, dass wir in dem Part, wo wir die Nebenmission von Yuffie gemacht haben, hier ja hingefahren sind. Da habe ich mir auch die Beschwörung Kuyata geholt und danach habe ich ja vergessen zu speichern. Dementsprechend dachte ich mir, gut, sparen wir uns den Weg. Ich empfange euch hier. Ich hatte mir jetzt auch offscreen noch Diamantreife gekauft, die mehr Fassungsslot mit sich bringen. Und ich habe jetzt mal Vincent rausgetan. Den hatten wir ja die ganze letzte Folge dabei. Tifa habe ich einfach mal im Team gelassen und habe so gedacht, ach komm, wir nehmen die Yuffie mal mit rein. Die hinken beide noch ein bisschen hinterher. Und dann denke ich mal, werde ich in dem nächsten, übernächsten Part dann den Sid mal mit reinnehmen. Und dann sind die hoffentlich leveltechnisch alle wieder auf einer Linie. Ansonsten habe ich auch noch ein paar Phönixfedern gekauft, die Materie ein bisschen umsortiert, weil ja Aerith der Meinung war, dass sie uns irgendwie verlassen muss und dass sie irgendwie alleine Sephiroth aufhalten möchte. Mhm, tolle Idee, Aerith. Ich vermute, dass sie das macht oder gemacht hat, weil sie uns beschützen möchte, vor allem Cloud, weil ja doch in den letzten Parts ja etwas sehr, naja, ich sag mal so, dem Sephiroth sehr zugewandt war, was so Befehle und sowas anging. Auch Aerith verprügelt hat, ihm die schwarze Materie gegeben hat und ich glaube, das möchte Aerith verhindern. Ich halte das aber nicht für so eine gute Idee und dementsprechend sind wir jetzt hier unterwegs zur Stadt des alten Volkes oder sowas. Und die soll man hier über diesen Wald betreten. Und da würde ich als erstes mal kurz reingehen, nochmal Kuyata zu holen, weil ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob man das noch bekommt, wenn man regulär hier rein kann. Nicht, dass wir das dann irgendwie verpassen. Das wäre irgendwie sehr, sehr schade. Das tut nämlich hier irgendwo rumfließen. Da rumkullern. Was hier? Da ist es schon, genau. Können wir das gleich mal ausrüsten. Oh, wen geben wir das mal? Ich nehme mal hier Nebenwirkung, Zusatzwirkung. Ach, hier sowas nutze ich doch nicht. Genau, dann müssen wir mal dran denken, dass wir Kuyata und, wie heißt's, Bahamut noch ausprobieren. Das haben wir nämlich von letzter Folge auch noch übrig. Und dann hoffe ich, dass wenn wir den schlafenden Wald irgendwie durchqueren können, was wir noch nicht so richtig wissen wie, weil wenn man den jetzt weitergegangen wäre, würde man immer wieder am Anfang rauskommen, muss es ja irgendeine Möglichkeit geben und dass wir dann irgendwie Aerith finden. Die soll hier irgendwo sein, nicht dort rein, Cloud. Die Mondhafer liegt hier irgendwo vergraben. Wenn du willst, können wir sie für dich ausgraben. Fangt an zu graben. Ich möchte etwas haben. Nee, das brauchen wir nicht. Außer der Mondhafer. Außer der Mondhafer. Wonach sollen wir noch graben? Nö, nur Mondhafer. Ist gut. Dann leihe ich dir ein paar von meinen Leuten. Zeig uns, wo wir graben sollen. Halte Viereck gedrückt, um deine Helfer in Position zu bringen. So, als Kind habe ich mich hier dumm und dämlich gegraben. Ich weiß aber, wo die Harfe versteckt ist. Das habe ich nicht vergessen. Und ich tue auch jetzt nicht so, als hätte ich es vergessen. Man muss nämlich hier irgendwie hinter dem Rauch stehen. Erstmal die Suche anordnen. Da kommt jetzt so ein Helferchen, Helferlein. Und jetzt muss man die Bombe zünden, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, drücke Viereck, um die Bombe für die Suche zu zünden. Machen wir mal. Jeder Helfer wird die Erschütterung messen und sich dann in Blickrichtung zum vergrabenen Objekt aufstellen. Dort, wo sich die Sichtlinien der Helfer überschneiden, befindet sich die Ausgrabungsstelle. Muss ich jetzt mal was drücken? Bestimme die Ausgrabungsstelle, indem du dorthin gehst und Viereck drückst. Deine Leute werden dann nach dem gesuchten Gegenstand graben. Gut, deine Leute werden jetzt hier graben. Ihr Fund wird über Nacht in der Schatzkiste verwahrt. Gut. Ich war auch so schlau und habe mir tatsächlich mal ein Wasser hingestellt. Das ist natürlich für die Stimme gut.
Hier ist nichts drin. Wow, peinlich. Hä? Fangt an. Aber warum? Okay. Woran das liegt, kann ich jetzt nicht sagen. Müssen wir nochmal gucken. Das kündige ich das hier groß an und dann ist dort nichts. Was ist hier los? Fertig? So, sind wir noch mal. Ja, hier jetzt bitte. Ich bin mir total sicher, dass das hier ist. Ansonsten könnte ich mal gucken, ob ich vielleicht noch ein bisschen höher gehe im Rauch. Hier ist nichts drin. Okay. So, machen wir nochmal. Mondharfe. So. Ist das bescheuert? So, jetzt gehe ich beim Rauch nochmal ein bisschen höher. Machen wir so hier. Wow, ist das spannend. So, jetzt zünden wir die Bombe. Vielleicht müsste ich einfach im Zweifelsfall mehr Leute anheuern. Ja, das wissen wir schon. So, jetzt nochmal. Ja, bla 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 bla. Schlaf. Find. So, okay, also das ist total, das war sehr irritierend, aber da sieht man mal, wie genau man wirklich graben muss und ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwelche Hinweise gibt, aber ich habe es echt zwischenzeitlich gedacht, so, hä, sag mal, habe ich die aus irgendeinem Grund schon bekommen, habe ich hier vielleicht schon mal gegraben und ich kann mich nicht mehr erinnern, also manchmal ist ja mein Gehirn noch sehr löchrig, aber nee, es war einfach die falsche Stelle. Was passiert? Der schlafende Wald ist aufgewacht. Das ist schön. Das heißt, wir kommen jetzt hier durch. Ah, okay. Gucken wir, ob es hier... Hier gibt es nichts. Gut. Dann gehen wir erstmal zu Kirsti. Wasserarmband. Okay. Gucken wir mal. Wasserring, nicht Wasserarmband. Also ich habe noch mal über die Übersetzung nachgedacht. Mir sind jetzt tatsächlich so manchmal im Fließtext gar nicht so viel Fehler aufgefallen, also beim Sprechen, vielleicht habe ich auch einiges übersehen. Aber ich finde gerade bei den Aquilufi hat startet gleich mit Limit, geölter Blitz. Ich finde gerade auch im Menü, was manchmal so Accessoires und sowas angibt, da sind doch schon einige Fehler drin. Okay, machen wir Eis hier. Aber beim Vorlesen, ja, manchmal fällt es mir auf, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich es manchmal vielleicht sogar automatisch richtig lese. Das weiß ich natürlich nicht. Ah, das habe ich mir den Namen gar nicht durchgelesen. Das macht dann Yuffie gleich mal. Oh, Yuffie ist verlangsamt. Wenn die so da liegt, sieht es immer aus, als würde die heulen. Maltänzer. Hoffentlich nicht Malle-Tänzer, da würde der ganz schlechte Malle-Mucke raushauen. Bound Fat. Ist das, was ich mir im Bauch habe? Dann machen wir nochmal Beben. Und den Rest machen wir mit normalen Angriffen. Oh, Yuffie. Oh, bitte nicht nochmal auf Yuffie. Bitte nicht. Ach, shit. Oh. Hat Tifa? Nee. Ich hab doch... Irgendwo. Ich dachte, ich hätte. Sag mal. Muss das mal sortieren.
Froschschenkel. Nee, ich brauche Phönixfeder. So, Juffi. Und der Cloud müsste mal jetzt die Tiefe heilen. Oh. Ey, du willst mich doch verarschen. Oh, egal jetzt. Naja, mein ist tiefer geheilt. Ich wollte jetzt eigentlich nicht die Phönixfedern klar alle verschwenden. Bitte auf den Cloud, danke. Nein, auf die Tiefer natürlich. Oh. Ey, Kotze! Meine Güte! Oh, Cloud macht das jetzt alleine. Keine Lust mehr. Muss ich da wieder zwei Phönixfedern verwenden, obwohl ich überlege, ob ich den Zauber einfach tausche. Oh, was ist denn das hier für ein Fail, ey? Meine Güte. Erst im... Unten bei der also bei dem Ausgraben, jetzt das hier. Dann auch die Bosse beim letzten Mal, das war irgendwie auch sehr failig. Aber gut, das ist ja das, was ich bei meinen Let's Plays, die ich gucke, bei anderen auch immer sehr witzig finde. Deswegen soll mir das bitte auch passieren. Schade um die EXP. Aber immerhin gibt es einen Heiltrank zurück. Okay, der Cloud, der tauscht mal kurz. Hier, keine Ahnung. Oh, ich bin richtig... Oh, nochmal. Jetzt habe ich einen Mist gemacht hier. So, was hatte der denn? Kälte. So. Okay. Jetzt bin ich total verwirrt. So, ordnen. Tauschen. Der tauscht jetzt mal. Kälte. Mit. Hier. Nee. Hä? Hä? Wer hat denn? Oh, der hat Wiederbelebung. Oh, der hätte wiederbeleben können. Ich bin so bescheuert. Ohne Worte. Leben ist auch wichtig, dass das immer drin ist, weil das braucht recht viel für die zweite Stufe. Und Leben 2 ist echt cool, weil es dann einfach mal komplett die Person heilt. So, jetzt können wir weitermachen. Meine Güte, ey. Schwere Geburt. Gehen wir nach links. Das Lied ist übrigens auch total cool, weil es so super geheimnisvoll ist. Bum, bum. Der Nobuo arbeitet hier auch mit viel mit Glockenklängen. Das finde ich auch cool. Wir könnten jetzt mal Bahamut machen. Ich glaube, die Yuffie hat das. Ja. Gönnen wir uns mal eine Runde Bahamut. Bevor die uns hier schon wieder klein kriegen. Obwohl, der Blätterattacke wahrscheinlich eher weniger. Ach genau, die Tiefe hat ja Gegenangriff drin, oder? Ja, wahrscheinlich. So, Bahamut, Vorhang auf. Achso, jetzt kann ich ja weiterreden, ist ja da. Achso, die zerstören sich dann selber, das ist cool. So, jetzt schön die Erfahrungspunkte mitnehmen, sehr gut. Okay, das sieht aus wie so ein Rücken hier, so eine Wirbelsäule. Aber cooler Blick, vor allem riesig. Ach, jetzt sind wir nochmal draußen. Okay. Da können wir auch nochmal fix speichern. Das ist nicht schlecht. So, Moment. Können wir das weghauen? Das brauchen wir nicht. Wie schön ich mich auch mittlerweile an die Daten sind zerstört. Meldung gewöhnt habe. Ah, okay. Das ist sozusagen die Stadt von Namen. Auch wieder ein super cooles Lied im Hintergrund. Können wir kurz genießen. Kommt nicht auch gleich wieder die Glocke. Da ist er. Okay, links, geradeaus, rechts. Ich gehe als erstes mal nach links. Pop, 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 pop. Auf jeden Fall eine verlassene Stadt. Es gibt ja keine Cetra mehr und Aerith wird es sich wahrscheinlich hier nicht allein gemütlich machen. Oh gut, gespeichert habe ich gerade. Das muss ich jetzt nicht nochmal unbedingt.
Zauberkapsel, okay. Ach, das wollte ich ja mal demnächst machen, die mal alle verteilen. Kommen hier Gegner? Nee. Okay. Schade. Wollte doch Kuyatan noch ausprobieren. Das wäre schon schön, wenn ich das in dem Part noch hinkriege. Ein Aroma. Aroma, Aurora-Armband. Ist es jetzt wirklich ein Armband oder ist es ein Reif? Nein, es ist wirklich ein Armband. Absorbiert Eis. Hat eine Fassung weniger. Wir haben jetzt schon zwei Gegenstände bekommen, die Wasser bzw. Eis absorbieren. Das könnte natürlich wieder ein Hinweis sein, dass hier irgendwann Gegner, vor allem ein Boss kommt, der Eiszauber oder Wasserzauber wirkt. Ich versuche immer ein bisschen den Hinweisen zu folgen. Okay. Gut. Gucken, ob ich das später ausrüste. Oh, das sieht aber schön aus, aber man kann ja nichts machen. Okay. Ja, ich habe heute Urlaub, mein kleiner Nach-Ostern-Urlaub. 4 Tage plus Wochenende. Und mein Tag war heute, na, Cloud, eine Mischung aus. Ich habe mir auch ein bisschen Ruhe gegönnt, das heißt ein bisschen Netflix geguckt, ein bisschen gezockt, Resonance of Fate weitergespielt, abgekackt wie Sau. Und habe aber auch heute, wie ich vorhin gesagt habe, mich meinen Gesangsaufnahmen gewidmet, noch ein paar Shorts aufgenommen. Das zieht sich ja alles immer ein bisschen, weil, naja, das alles erstmal einstellen, dann aufnehmen, dann bin ich oft auch so unzufrieden mit dem, was ich mache. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Das hat dann relativ lange gedauert, 2 Stunden. Gehe ich doch erstmal. Ich gehe erstmal geradeaus. Gucken, was dort ist. Kann zwar sein, dass hier der Haupteingang ist. Aber. Ich habe manchmal so den Spleen, dass wenn ich was abgehe, dass ich das dann immer so im Uhrzeigersinn machen möchte, wie mit der Uhr das letzte Mal. Ach cool. Obwohl das hier ja recht richtig aussieht. Wir können ja mal hier reingehen. In Fischi. Aber hier geht's auch noch nicht weiter. Oh, Asteroid, eine neue Materie. Och, da tausche ich schon mal. Ja, Zusatzwirkung oder Nebenwirkung. Komet und Komet 2, sehr gut. 12.000 AP, na, das dauert ein bisschen. Ach, dann war es doch gut, dass ich hier schon mal reingegangen bin, weil ich war mir nämlich jetzt nicht mehr sicher, ob es hier weiterging oder ob man durch einen Seiteneingang irgendwo weiterkommt. Sieht auch mega cool aus, weil es wieder mal so ganz anders ist als das, was wir bisher gesehen haben. Also wie gesagt, ich finde Final Fantasy 7 deckt so gefühlt visuell alles ab, was es bei Rollenspielen geben kann. Fantasy, Steampunk, normale Settings. Das ist schon cool. Aber schade, dass hier keine Kämpfe kommen. Ich wollte eigentlich doch Kuyata noch zeigen. Vielleicht renne ich nochmal kurz raus. Weil dann vergesse ich es vielleicht. Aber irgendwann im nächsten Part werde ich es dann schon machen oder wenn wieder Kämpfe kommen. Gut. Dann gehe ich erstmal hier rein. Ach nee, ich wollte erstmal von oben links mich nach unten abarbeiten. Weil mir dämmert da etwas. Ganz, ganz klein im Hinterkopf. Wo geht's da eigentlich hin? Ach, da kommt man bestimmt in diese. Aha. Andere Ansicht. Okay. Gibt nichts. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann heute sehr viel gemacht. Und es dauert ja immer so ein bisschen, das alles aufzunehmen und dann zu schneiden. Und dann. Ah, ich kann nicht mehr. Wir suchen doch Aerith. Aber bei der Yuffie spreche ich ja anders. Wir suchen doch Aerith, oder? Warum also dann in die Berge, Trottel? Okay. Dann gehe ich nochmal unten in das Gebäude und dann gehe ich dort rein. Weil da habe ich Betten gesehen und bei den Betten bimmelt was in meinem Hinterkopf.
Ja, und deswegen ist tatsächlich Let's Play aufnehmen auch umfangreich, weil das alles einrichten, aufnehmen und dann noch schneiden, aber das Anhören kann ich nebenbei machen und nebenbei schneiden. Da mache ich immer irgendwas anderes. Da male ich oft schon die Bilder für andere Videos. Aber hier beim Schneiden von den Liedern muss ich eben wirklich ganz, ganz konzentriert dabei sein. Zieht sich das immer. Und ich bin froh, dass ich den 2-Wochen-Rhythmus gewählt habe, weil bei Let's Play kann ich auch mit angeschlagener Stimme was machen. Bei Another Song wird es mit angeschlagener Stimme ein bisschen schwierig. Geht eine Kisti. Elixier, sehr gut. Da habe ich manchmal schon Tage gehabt, wo ich gedacht habe, oh komm, jetzt nimmst du was auf und dann zack, kack, Stimme. Glaubst du, es gehört den Menschen, die hier gewohnt haben? Na, höchstwahrscheinlich. Komm schon, holen wir uns hier ein aus. Weil ein wenig sollte es wahrscheinlich heißen. Holen wir uns ein wenig aus. Bloß nicht mehr laufen. Yuffie klingt manchmal kurz, hier ist ein Bett, kurz ausruhen. Ja, klingt manchmal wie Kate Sith. Muss aufpassen, dass ich die auseinanderhalte. Jo, was wollte ich noch sagen? Irgendwas zum Aufnehmen. Aber Cloud sagt das mal was. Ich fühle es. Was fühlst du denn? Hast du Bauchschmerzen, Kopfschmerzen? Ich habe keine Medikamente gegeben. Cloud, was ist los mit dir? Aerith ist hier. Und Sephiroth auch. Oh nein, das ist nicht gut. Du meinst, es ist nicht nur Aerith, sondern auch Sephiroth? Ja, hat Cloud gerade gesagt. Wie? Wieso? Wie kommst du dazu, sowas zu sagen? Kein Quatsch, ich fühle es. Wenn das stimmt, müssen wir uns beeilen. Los, rasch zu Aerith. Alles klar, wir müssen uns beeilen und Aerith finden. Aerith. Sehr schön. Irgendwas zum Thema Aufnehmen wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich jetzt diese Folge das Kuyata nicht mehr machen kann. Deswegen überlege ich, ob ich noch mal kurz zurückgehe. Das ist Aeriths Stimme. Kommt sie von hier? Ich gehe noch mal kurz hier raus. Provoziere noch mal einen Kampf. Weil ich würde doch gerne Meteor noch ausprobieren, sonst vergesse ich das wieder. Das wäre irgendwie schade. Ach, das kann ich ja bestimmt hier machen. Hallo? Komm, hier kämpfe. Hallo? Sonst müsste ich nochmal fix. Sag mal, nee, ich glaube nicht. Dann tun wir nochmal schnell hier die Wirbelsäule hochgehen. Ach, hier kommt. Das ist super. Perfekt. Hungry. Bin ich ehrlich gesagt auch, deswegen bin ich, glaube ich, heute so ein bisschen unkonzentriert. Zumindest fühle ich mich so, dass ich heute nicht so performe. Bahamut. Ja. Ach, Qual. Ach, nein. Wollte doch gar nicht Bahamut machen. Haben wir doch schon gesehen. Naja, dann sehen wir das nochmal. Ja, aber ich. Tatsächlich, ich bin sehr, sehr hungrig und ich habe das Gefühl, dass ich heute besonders unkonzentriert bin. Dementsprechend ist vielleicht auch gut, wenn der Part heute gar nicht so lange geht, weil auch meine Stimme gar nicht so richtig mitmacht. Mal gucken. Ich würde jetzt Kuyata noch machen und, na. Das wollten wir noch machen. Komet vielleicht mal noch. Und gucken, dass man vielleicht noch, bevor wir Aerith finden, vielleicht noch zu einem Speicherpunkt kommt. Das wäre cool. Kommt bestimmt noch einer. Und dann denke ich mal, dürfte man vielleicht so zwischen halb und, zwischen 30 und 40 Minuten dann den Part beenden können. Mal gucken. So, Cloudchen, such mal noch ein Kämpfchen. Na? Was mir gerade noch zum Thema Aufnahme und sowas einfällt. Ist ja ganz spannend, weil ich habe jetzt mir vorgenommen, dass ich zu Dead Comet, ne? Genau. Dass ich bei Another Song erstmal zu jedem Final Fantasy Teil, wo es ein Lied gibt, was mir ganz gut gefällt, auch cool. Das sah wirklich cool aus. Eins machen werde. Die Yuffie ist ganz klein, guck mal. Oh, süß. Und dann habe ich überlegt, dass ich vielleicht mit den A Cappella erstmal kurz pausiere und vielleicht noch Lieder mache mit Instrumentalisierung. Da habe ich schon mal so ein bisschen geguckt. Hatte die Tifa. Ne, die Tifa hatte. Ich glaube, der Cloud hatte Kuyata, oder? Ja. Habe ich schon mal geguckt. Da gibt es verschiedene Instrumentalisierungen, die man natürlich auch
Tetra-Dysaster. Woho. Ich bin erstmal ruhig, dann erzähle ich weiter. Ah, cool, aber trifft auch sehr gut. Oh, zieht vor allem einiges an MP ab, meine Güte. Was wollte ich sagen? Ach genau, habe ich schon mal geguckt, so nach Instrumentalisierungen. Man darf ja auch nicht alles frei verwenden, beziehungsweise ich möchte nur Dinge benutzen, die auch autorisiert sind. Und da würde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Lieder nochmal hochladen, aber eben mit Instrumentalisierung und... Bin auch ein bisschen am Überlegen, wie ich das mache, wieder mit stillem Hintergrund, also wo sich nichts bewegt, oder ob ich selber mich auch mal zeige. Das sind ja alles so Dinge, da muss man mal drüber nachdenken, ob man das möchte. Und ich hatte mich ja zu Beginn meiner YouTube-Karriere dazu entschieden, erstmal mich nicht zu zeigen, weil ich mich damit erstmal nicht so wohl fühle. Also bei Let's Playen definitiv nicht, weil kann ich mir nicht vorstellen. Bei den Liedern bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher und da überprüfe ich das für mich nochmal so, ob ich das... Ach, hier ist es eine Treppe. Ob ich das möchte oder nicht. Och, das ist ja cool. Obwohl das echt jetzt sehr, sehr abgefahren ist, so eine übelste Glastreppe zu haben. Oh, das sieht aus wie so ein Schloss, wie so ein Disney-Schloss. Okay. Ich würde mal speichern. Bei gesagt, Speicherpunkt, bevor wir Aerith finden, würde ich gerne dann aufhören. Jetzt sind wir erst bei 28 Minuten. Gut, im Zweifelsfall wird es ein ganz kurzer Part, dann ist das so. Ich kann ja mal kurz gucken, ob die Aerith hier unten jetzt lauert. Oder ob vorher noch was kommt. Ja, da ist es schon. Aerith. Ach so, Cloud geht alleine weiter. Ach, jetzt bin ich schon reingerannt. Eigentlich wollte ich doch jetzt aufhören. Was mache ich jetzt? Naja, gut. Dann mache ich jetzt weiter. Oh oh. Nein. Es wird Cloud wahrscheinlich gleich wieder bis... Ja, und er ist besessen. Nein, ich will nichts machen. Bitte, Cloud, geh bitte einfach. Ja, natürlich. Jetzt hackt er erstmal den Kopf ab, oder was? Nein. Cloud, halt! Oh, Gott sei Dank sind die anderen da. Ah, wozu zwingst du mich? Ja, so sieht's aus. Aerith. Das kann doch nicht sein. Keine Angst, das Mädchen geht in Planetenenergie auf.
Wir halten nirgendwo mehr. Jetzt geht es nach Norden. Das verheißene Land liegt hinter den Schneefeldern. Dort werde ich neu geboren. Da ich eins werde mit dem Planeten, genau wie das Mädchen. Halt die Klappe. Der Lauf der Natur und der Plan sind mir egal. Aerith ist fort. Aerith wird nie wieder sprechen. Nie wieder lachen, weinen oder Zorn empfinden. Was ist mit uns? Was sollen wir tun? Was ist mit meinen Schmerzen? Meine Finger kribbeln. Mein Mund ist trocken. Meine Augen brennen. Was redest du da? Hast du etwa Empfindungen? Natürlich! Was glaubst du eigentlich? Hör auf traurig zu mimen. Du brauchst doch nicht so wütend tun. Denn Cloud, du bist... Okay, was jetzt? Ach super, ja stimmt, Bosskampf. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich sag, glaube ich, erstmal nichts. Konzentriere mich auf den Kampf. Das wird nicht... Ist nicht leicht, sich hier zu konzentrieren. Ich wollte eigentlich das hinauszögern, weil ich das eigentlich diesen Part nicht machen wollte, aber... Jetzt hat irgendwie die Szene vorhin doch schon angefangen und naja. Ja, Aerith. Aerith ist tot. Und ich wusste, dass das kommt. Ich weiß es ja, ich habe sie schon so oft gespielt und trotzdem trifft es mich jedes Mal so hart. Das ist auch der Grund, warum ich in der Szene... Spiegel, oh, jetzt müssen wir aufpassen. Darf man nicht mit Zaubern angreifen. Der Szene in der Gondel auch so... Ja, doch sehr emotional war, weil das natürlich schon so Foreshadowing war. Okay, die... Ja, okay... Muss die Yuffie erstmal dringend heilen. Und dann tue ich mal mit Standard. Ah ne, ich könnte ja auch weiter Beschwörungen machen. Oh, ich fühle mich gerade so richtig dumm, ey. Das Lied dort die ganze Zeit im Hintergrund. Das kennen wir ja schon vom. Als Aerith entführt wurde, wir bei Emira waren. Jetzt hat es nochmal eine ganz andere Schwere. Oh, mir ist richtig schlecht, ey. Und ich habe so Angst davor, wie das im Remake laufen wird, falls sie sich dafür entscheiden, auch den Weg so zu gehen, was ich denke. Oder auch nicht. Ach, ich weiß nicht. Ach, ich bin so durcheinander. Das ist so schrecklich. Ich hoffe, dass der Kampf einfach schnell vorübergeht, weil ich möchte einfach gerne... Aqualung. Oh, ich glaube, das ist eine Feindestechnik. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wow, und wir sterben. Fetzt. Oh mein Gott, wie peinlich. Wow. Ich glaube, schlimmer... Kannst du eigentlich nicht kommen, oder? Oh. Super. Dann dürfen wir uns das alles nochmal angucken, weil es so cool war. Und was ich nämlich machen wollte, was ich nämlich vor uns total vergessen habe. Ich wollte eigentlich den Wasserring einsetzen. Und das Aurora-Armband. Und jetzt mal gucken, das habe ich hier irgendwas rausgenommen. Oh, das ist doch alles dumm, ey. Oh, ich krieg die Krise. Ich bin richtig durcheinander jetzt. Was ist das hier unten extra? Glücksplus brauchen wir jetzt nicht. Analyse ist raus, ne, es ist nicht schlimm. Ach, ich treffe euch dann einfach wieder, wenn... Ja, wenn wir im Kampf sind. So, hier sind wir wieder. Versuch Nummer 2. Ich hoffe, ich kriege das jetzt besser hin, weil ich überstehe das emotional sonst einfach nicht.
So. Ich würde sagen, wir knallen mal alles drauf, was wir so haben. Ich habe es richtig bei der Szene weggeguckt. Dass mir nicht nochmal antun konnte. Das ist eben echt krass, wenn man überlegt, ne? Man hat so eine emotionale Szene. Und dann muss man noch einen verdammten Kampf machen, der auch noch scheinbar recht schwer ist, wenn man nicht so dumm ist wie ich. Oder wenn man so dumm ist wie ich ist und die Sachen nicht ausrüstet. Ich weiß gar nicht, ob das Wasser oder Eis ist oder ob das das gleiche ist. Weil dann hat man nämlich dort eine gute Möglichkeit, nicht abzunibbeln. Aber es ist trotzdem einfach so, so widersprüchlich, diesen Kampf machen zu müssen, während man weiß, dass Aerith ja dort liegt. Oh, das war schon wirklich so ein richtiger Fail-Part irgendwie. Vorher hat schon mit meiner Aufnahme was nicht gestimmt, dann habe ich das Gefühl, ich war nicht hier bei der Sache und jetzt das noch und naja, aber... Manchmal habe ich so bei bestimmten Parts so das Gefühl von, oh, eigentlich müsste ich es nochmal aufnehmen, aber ich denke mir so, aber jetzt ein bisschen wieder philosophisch zu werden. Genauso ist das Leben, manchmal kann man Dinge nicht beeinflussen und deswegen bleibt es genau aus diesen Gründen so, wie es sein soll. Das soll ja auch nichts gescriptet sein. Aber ich merke wirklich so Müdigkeit ein bisschen mit Hunger. Ein bisschen Verpeiltheit und jetzt auch noch so Traurigkeit, keine gute Mischung. Gerade weil Aerith wirklich mein absoluter Lieblingscharakter ist. Das ist so fies. Einfach so fies. Blaue Flamme. Da noch was Schickes zum Beschwören. Luffy, nee, die heilt erstmal lieber. Das ist mir wichtiger. Fraglich, wie viel HP hier Genova hat. Oh, der Seth überhaupt, der ist so ein Arsch. Dann hetzt er uns noch die... Oh, 396, nicht so viel. Die Genova noch auf dem Hals, ey. Da wäre jetzt auch echt schön gewesen, dass man einfach die Szene hätte überspringen können. Aber bis dahin konnte ich es wieder mit dreifacher Geschwindigkeit machen. Ich merke schon, versuche mich hier um Kopf und Kragen irgendwie zu reden, dass ich das hier gut überbrücken kann, weil mir fällt irgendwie nichts Spannendes ein. Ich könnte einfach die Klappe halten, aber das fühlt sich auch nicht gut an. Ach, Ifrit wird nichts nützen. Qualung. Okay, warte mal, der hat doch Zauber. Zauber, Zauber. Nee, hat er nicht. Ja, Leben. Ja, oh, greift mal ganz normal an. Ich warte darauf, dass der Cloud mal noch Limit bekommt. Das wäre schön. Sehr schön. Hau den mal bitte weg. Ich will hier einfach weitermachen und heulen. Das überfordert mich alles. Ich habe mir überlegt, so ein paar Pixel, die dich so zum Weinen bringen. Und 1997, ey, das erste Mal gespielt und es ist immer noch so krass. Ach, Mann. So, Cloud, Yuffie, halt mal bitte weiter. Wie viel HP hat denn dieses Vieh, ey? Meine Güte. Ich könnte mir vorstellen, von den hieß es noch Genova Leben, das ist irgendwie der größte Hohn. Ich glaube, die Yuffie bräuchte mal ein Äther. Genova leben, wenn jemand anderen das Leben genommen wird. Toll. Ich weiß gar nicht, was bisher mein längster Part war. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Es war einfach nur belastend jetzt, ey. Weiter geht's. Magierarmband. Genova sagt das, okay. Du bist eine Marionette. Ich? Eine Marionette? Mann, wie sie total lieb. Ach, tiefer.
Oh Gott, die arme Yuffie. Oh Mann. Wer tröstet Cloud? Im See bestattet. Mach's gut, Aerith. Oh Gott, wie soll ich jetzt noch weiter vertonen, ey? Oh, es ist fürchterlich. Du bist der erste Tod in dem Videospiel, den ich mitbekommen habe. Und es hat mich als Kind schon so gefasst. Und es ist immer noch so krass, ey. Oh Gott, ich habe Angst vor der Nachbearbeitung des Parts, ey. Ich werde mich wahrscheinlich einfach mega schämen, aber egal. Nee, ich werde peinlich berührt sein, schämen nicht. Und der nächste Fehler. Jetzt mal alle gut zu, okay, so wahrscheinlich. Jetzt hört mal alle gut zu. Ich bin Cloud, Ex-Soldier aus Nibelheim. Ich will mit Sephiroth abrechnen. Warum jetzt? Ich bin freiwillig hier. Zumindest dachte ich das. Allerdings, um die Wahrheit zu sagen, habe ich Angst vor mir selbst. Ich verstehe mein Verhalten, oft selbst nicht. Zum Beispiel, als ich Sephiroth die schwarze Materie gab. Hättet ihr mich nicht abgehalten, wäre Aerith womöglich. Da ist etwas in mir, ein anderes Ich. Darum sollte ich diese Reise beenden, bevor ich etwas Furchtbares tue. Egal, ich bin dabei. Er hat vor 5 Jahren mein Dorf zerstört, Aerith getötet und jetzt will er den Planeten zerstören. Das verzeihe ich nie, Sephiroth. Ich gebe nicht auf. Tut ihr mir einen Gefallen? Kommt ihr mit? Damit ich keine Dummheiten mache. Aber Cloud. Ich weiß nicht, wie Aerith den Planeten vor dem Meteor retten wollte. Und ich glaube, wir werden es niemals erfahren. Aber wir gibt noch eine Chance. Oh, gerade jetzt kommen so viele Fehler. Meine Güte, ich habe vorhin darüber gesprochen. Wir müssen uns die schwarze Materie zurückholen, bevor Sephiroth sie benutzt. Los geht's. Ende von Teil 1 und somit haben wir das Ende von CD1 geschafft. Ja, krasser Part, total konfus. Ich bin, wie gesagt, ich fühle mich dumpf und taub. Nee, ich will nicht speichern, Steven. Ich würde gerne noch zu Aerith was sagen. Also Aerith ist ja nach wie vor eine meiner absoluten Lieblingspersonen in Videospielen, an der messen sich ganz viele und ich mochte immer ihre Art, ihren Charakter, ihr Outfit, ihr Kampfstil, ihr Limit. Sie hatte eben immer was sehr Liebevolles, aber auch sehr, ja, aber auch sowas Keckes, Mutiges. Sie wird einfach fehlen und ja, ich finde, kein Charakter kann sie ersetzen und auch wenn es so kitschig ist, aber ich hoffe, dass es Aerith gut geht, wo immer sie auch jetzt ist. Und ich werde sie auf jeden Fall sehr vermissen. Und wir werden alles Erdenkliche tun, um sie zu rächen und auch einfach mit, ja, zusammen die Welt zu retten. Das, was sie sich gewünscht hat und hoffentlich auch mehr über
ihre Vergangenheit herausfinden. In dem Sinne, Aerith, es war schön, dass du uns eine CD lang begleitet hast. Und dein Tod wird nicht vergebens sein. In dem Sinne beende ich jetzt den Part, doch sehr traurig zurückgelassen. Freue mich trotzdem, dass wir jetzt CD1 geschafft haben und könnt gespannt sein, wie es weitergeht. Im nächsten Part auch, wenn es ohne Aerith sein wird. Vielen Dank. Nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7 mit CD2. Bis bald, euer Other Side.